Schöner Anfang wieder. 4x4! Ja, ich bin mal wieder unterwegs. Nehmt euch natürlich mit auf die kleine Reise, weil es gibt anscheinend, also das ist anscheinend auf jeden Fall, Matchbox im Angebot bei der Aldi. Und ich sag mal, bis gleich im Laden. Bäm! Und noch ein 4x4. Ich fasse es nicht. Heute ist der Tag der 4x4 oder was? So, angekommen im ersten Aldi. Ich habe ja gesagt, ich nehme mich mit. Wir kicken und ich bin gespannt, ob das alter Kram ist oder ob das neue 5-Packs von Matchbox sind. Boah, schön kühl. Oh, kennt ihr das? Das ist auch heute extrem warm. Heute ist Montag. Also ich habe das auch gerade eben in der Zeitung gelesen und dann hat mir aber auch einer geschrieben. Danke darüber, ein Grüße auf jeden Fall. Aber irgendwie habe ich das in der Zeitung schon gesehen. Von daher war ich jetzt nicht so überrascht. Problemchen ist nur, ich hatte vieles vor heute. Ah, guck mal, hier sind wir schon angekommen. Krass. Oh, und das ist nicht neu, aber das habe ich noch nicht. Das packen wir mal gleich mal hier beiseite. Ja, hier mit so einem Schiff, krass. Seht ihr da? Hier haben wir zweimal diese Dinger. Also das scheint alte zu sein, wobei, das ist hier schon wieder neu. Alter, geil. Die machen wir gleich beiseite. Honda auf jeden Fall mit bei. Kurz mal beiseite gelegt. Das ist auch komisch. Scheint auch neu zu sein. Was ist denn hier los, Alter? Das ist auch neu. Nochmal beiseite packen. Boah, das werden schon 5 packen. Das ist alt. Das ist, weiß ich nicht, haben wir schon. Nochmal so ein Teil. Dann haben wir dieses Ding. Kenne ich auch noch nicht. Und dann haben wir hier noch ein Pack, das ist aber das. Oh, das ist das nochmal. So, gut. Puh, ist ja lustig, ey. Das ist auf jeden Fall alt. Aber auf jeden Fall hier noch eine Menge da, ist ja krass. Also, das ist schon mal ziemlich cool hier. Dieser Porsche ist ja echt geil. Grüße ihn mal rüber an Diecast Hunter. Ich glaube, den findet ihr auch voll geil. Fiat ist nicht schlecht. Alfa Romeo kenne ich so noch gar nicht. Und ein VW, also das wird auf jeden Fall mitgenommen. Hier ist dasselbe Pack. Kurz mal vergleichen. Gut, ich mach kurz aus und dann melde ich mich dann einfach wieder, wa? Bis gleich. Bäm. Schaut mal, ist das abgefahren oder ist das abgefahren? Ich konnte nicht Nein sagen. Gut, bis gleich. So, ihr habt gesehen, was für eine Ausbeute im ersten Laden. Extrem. Und ja, jetzt geht's ab in den nächsten Laden. Bis gleich. Ja, jetzt dachte ich, jetzt nehme ich euch mal mit. So sieht das denn immer aus, wenn ich was Neues entdecke. Weil ich bin ja auch Aufklebersammler. Jetzt mit einer Hand ist natürlich jetzt. Aber es geht. Oberhavel. Na gut, dauert zu lange. So wird es auf jeden Fall abgemacht. Mit beiden Händen macht es sich besser. Und dann kommt er theoretisch auf mein Fahrrad drauf geklebt. Natürlich nicht da auf den Sattel, sondern da irgendwo. Aber ihr seht ja, da ist überall kein Platz mehr so richtig. Deswegen muss das erstmal woanders hin. Union, Junge, Union, Berlin. So, und angekommen bei unserem Spezialalten. Ihr kennt ihn ja mittlerweile. So. Oh, herrlich. Du kommst hier rein, das ist super. So, wir gehen natürlich gleich nach hinten. Das ist natürlich blöd, wenn ich das jetzt hier in der Zeit filme. Ich mach mal Pause. Oh, war ein bisschen Stau gerade. Kicken wir mal. Warte mal. Da haben wir sie. Ich bin mal gespannt, wer vor allen Dingen auch auf der Jagd ist. Nach den Dingern von euch da draußen. So, hier sind leider keine coolen Karren bei. Das ist alles immer nur so eine Kinderdinger. So Kinderkarren.
Bin mal gespannt, ob da neue. Oder, oh, Alter, haufenweise. Junge, Junge. Sieh die Schütte. Das ist krass. Ich dachte, ich bin schon zu spät oder so, aber anscheinend nicht. Also, das nehme ich wahrscheinlich doch nochmal mit. Ey, hier ist ja voll viel, Alter. Ich pack die jetzt alle mal rüber, denn ihr sollt es ja auch sehen. Das ist auch nicht schlecht. Aber nur der eine. Da haben wir dieses Ding nochmal. Haben wir das schon gesehen? Das ist hier zweimal da. Da ist das auch nochmal, siehst du? Dann kann man das nochmal vergleichen. Weil was mir da ganz gut gefällt, ist dieser Volvo. Den gab es auch so noch nicht. Hier ist das alte Set nochmal mit dem Honda. Lustig, das Video habe ich gerade in der Mache. Wo ich das dann gelesen habe, bin ich natürlich sofort losgefahren. Weil man immer so denkt, naja, dann ist das irgendwann weg. Das ist übrigens auch ein geiles Set. Habe ich aber auch mittlerweile zweimal, glaube ich. Das ist das Tesla-Set nochmal. Hier, das meine ich. Das habe ich mir auf jeden Fall auch zweimal geholt. Ihr seht, könnt ihr das sehen, ja? Irgendwie. Nochmal das. Hier ist nochmal der Rabbit. Also den kriegt jetzt auch jeder, der den nicht gekriegt hat damals. So, und das wart hier, die packe ich mal gleich mal weg hier, Alter. Da ist nämlich gerade ein kleiner Junge gekommen, der hat da schon drauf gegriffen. So, und das ist jetzt hier nur noch dieses Set, was ja auch ganz cool ist. Oh, ich kriege jetzt schon Rückenschmerzen. Der ist geil zum Umbauen. Der auch, aber ey, man muss irgendwo auch Abstriche machen. Vielleicht findet man den auch nochmal, da ist er ja nochmal. Vielleicht findet man den auch noch Haufen mal. So, gut, ich melde mir jetzt mal ab. Bis gleich im nächsten Laden. Hey, voll krass, ey. Wo wir hier natürlich an der Kasse sind, gucken wir hier natürlich kurz mal rein. Aber das sieht richtig tot aus hier. Entschuldigung für das Wort. Ja, gestorben. Also hier ist nichts. Müsste eigentlich bald mal was kommen. Oh, boah, guck mal, das ist hier ja nicht, Alter. Das ist ja völlig krass. Echt, das haben sie jetzt in Massen da, weißt du, und Hot Wheels. Tote Hose. Ja, tote Hose, brauchen wir ja nicht weitergehen. Juti, ich melde mich im nächsten Mal an. Bis gleich. So, Freunde, und jetzt fahren wir kurz mal zum Patienten-Aldi. Da war ich ja ewig nicht mehr. Ich grüße ihn mal an Norman und seinen Hund Chico. Yeah. Bis gleich. Unsere gute S-Bahn, da ist er abgedampft. Ja, Aldi Nummer 3. Kicken wir mal, ich bin gespannt. Oder ob das eben, ja, wie sagt man, immer nur dasselbe Zeug jetzt ist. Oder ob sie irgendwie irgendwas haben, was man jetzt noch nicht kennt. Oh, ist das schön. Geil. So, ich bleib mal kurz in Ohr an der Kasse hier geworfen. Also Hot Wheels haben die hier immer noch nicht. Ja, Kinderschoki haben sie. Alter, ey, der Aldi ist wirklich krass. Ich verstehe das nicht, Alter. Deswegen hat er auch seinen Namen Patienten-Aldi weg. Ja, ganz klar. Den wird der auch nicht mehr los. So, bin gespannt jetzt hier. Ihr seht, ich nehme das jetzt alles hier schön live auf, damit ihr auch ein bisschen Freude habt. Ihr kickt ja gerne meine Füße an. Füße. Da haben wir doch auch schon. Kick mal ab. Bam, Alter. Pam. Pam, paf, puff. Yeah. So, hier haben wir das Pack wieder. Also ich sage ja, das sind wahrscheinlich alles dieselben Packs. Hier ist der VW, das VW-Pack. Also mit dem einen. Ich glaube, das lohnt sich jetzt nicht, hier noch 1000 Läden abzuklappern, weil das ist immer eigentlich dasselbe, wie ich das so sehe. Da ist das auch nochmal. Da ist das nochmal, komischerweise. Das ist ein bisschen älter eigentlich. Und das killt dreimal. Kick mal. Boom. Und dann haben sie noch zu guter Letzt ihn hier. Grüße ihn mal an. Crockett. Crockett war ehrlich. Im Aldi, Junge. Da kriegst du deinen Rabbit noch. Golf Country. Juti. Rollt wieder ab. Ich habe ja jetzt die meisten schon. Schade eigentlich. Boah, so schön kühl hier. Gut, ich melde mich, wenn ich im nächsten Laden bin, wa? Silvi, sagt hallo. Kurzer Abstecher zu Excel-Markt. Kicken wir mal. So, angekommen hier. Ich wollte gerade sagen, was war denn hier? Hier, guck mal, so ein Nachbau vom
VW was. Aber hier sieht es auf jeden Fall auch wieder ganz nice eigentlich aus. Eigentlich wollte ich das jetzt ja nicht mitnehmen und filmen hier, weil dann ist nachher ja kein Videomaterial über. Wir gucken hier kurz durch. Alter, voll auf den Volkswagen. Ihr wisst ja, ich bin, also und wer nicht wisst, der wisst jetzt, weil ich sag's jetzt, ich suche unbedingt ja, diesen Nissan, diesen blauen. Oder auch in Silber, aber ich weiß jetzt gar nicht, welcher das ist. Auf jeden Fall der alte Porsche. Was haben wir da für ihn? In Orange den Bus. Naja, kennen wir schon. Gut, das war jetzt unten ein guter Bus. Juti, ich würde sagen, Rignon. Kurz zur Phoenix-Pfeiferin. Man weiß ja nie, ob so weit neu geht ist oder nicht. Ich war ja lange nicht mehr. Aber. Nee, also. Hier scheint auch sehr selten irgendwas zu kommen. Wenn der Nissan jetzt hier noch ist. Nee, der Nissan ist nicht mehr da. Guck mal. Na gut. Porsche ist aber da. Nee. Da ist nichts. Juti. Platzkarte sparen, Speicherkarte meine ich natürlich, Platzkarte. Jetzt kurz nochmal hier gekickt. Da ist aber auch nichts. Ja, heute viel, was ist denn da? Quatsch. Juti, Rignon. So, ihr kennt mich, natürlich kurz bei Woolworth rein, wenn ich hier schon bin. Ganz klar, oder? Nicht irritieren lassen, das Piepen sind die Kassen. Das bin nicht ich. Das ist nicht mein Bauch. Oh, die haben wir aber umgeräumt. Und zwar hängen die jetzt hier oben, komischerweise. Was ist das? Hier ist auch nochmal der. Ach nee, France. France. Hier sind die alten Dinger noch. Die alten Packages. Aber wir Flames, eigentlich brauchen wir hier gar nicht gucken. Alter, ich krieg schon wieder die Krise. Ja, weil die einfach zu viel haben. Ihr seht es ja selber. Aber ich guck trotzdem jetzt kurz mal durch. Weil ich sehe ein paar, auf jeden Fall neue. So wie den. Der Ford. Der. Da, das war sogar zweimal. Hier, dieses komische Teil, das Teil. Gut, ich guck hier kurz mal nach. Ja, bis gleich. Ja, hab jetzt hier ein bisschen durchgekickt. Also ist teilweise was Neues. Guck mal, dieses komische Teil. Vorne ein cooler Motorblock eigentlich. Wenn man das jetzt sehen kann. Hallo. Da, nice. Zum Umbauen wäre ja nicht schlecht. Spoiler hätte man auch. Ist mir aber nichts. Steht nicht so drauf. Der war auf jeden Fall auch noch neu. Und was ich gefunden habe, guck mal. Ja, dieses Teil. Und den nehme ich auf jeden Fall mit. Pagani Utopia. Dann nehme ich noch den mit zum nochmal umbauen, weil das ist echt ein geiles Teil. Und dieses komische Grum-Modell. Warum nicht? Weil der Preis zählt immer noch. Ich glaube, das geht wirklich einen Monat lang. Cool. Und deswegen hat es sich gelohnt, hier mal kurz reinzuschauen. Ja, sonst ist hier, wie gesagt, nichts Neues. Ja, den gibt es hier noch voll oft, den Porsche. Sogar den gelben Porsche. Da diesen McLaren, wie gesagt, ein paar neue sind hier noch am Hängen. Auch hier eben dieses, leider kein Super natürlich, ja, ist klar. Juti, Rignon, kann ich noch ein bisschen mehr aufnehmen. Bäm, boah, Alter, ich krieg da dann schöne Thumbnail, ey. Boah. Hier kommen wir im Dorf, Aldi, und kicken mal, was da ist. Kick mal, ist doch geil. Richtig nice. Der Dackel, Alter. Erinnert mich voll an Hausmeister Krause. Gut, ich schließe meine Karre an und sieh mal rein kicken. Oh, das ist wahrscheinlich falsch rum. Guck mal kurz, ob hier was Neues ist. Oh, nee. Nee. So, da sieht's auch nicht neu aus. Beziehungsweise, ja, älter. Ich guck trotzdem mal kurz. Kein Angebot da, hier du.
aber jetzt mal rausbekommen, also er ist rausbekommen, ich schätze es mal so, grüße ihn mal rüber an, hier, da ist er, unser Hungerfreund, Nico, oder was jetzt, Nick, ich hab Alzheimer, K-Custom, ja, bei denen ist Aldi Nord, oder Süd, meine ich, besser gesagt, genau, Süd muss das sein, oder irgendwas anderes noch, da sind die Teile hier unten so, und bei uns ist das immer hier so verteilt. Komisch, ja. So ist der Unterschied auf jeden Fall. Hi. So, was haben wir hier? Natürlich Käse. Da ist noch ein Kornflipper. Wir gehen jetzt sofort zu der Ecke, wo es die Five-Pack gibt. Zum Thema Energy. Neue Rockstar-Dinger gibt es hier. Sour Raspberry, Original, Blueberry irgendwas, Acai, Tropical Guave, Sour Raspberry. Ja, geil. Und dann haben sie irgendwie hier neue Juice-Dinger. Zitronengeschmack. Und ein Lewis Hamilton Drink, keine Ahnung, steht da auch drauf, Zitrone, aber no sugar, und das wollen wir nicht. Gut, nur mal das zu dem Thema Energy Drinks, ne? Der läuft, den Hot Wheels, Quatsch, dem Matchbox entgegen, bam, da sind wir angekommen. Haben wir aber jetzt schon das Tesla-Ding. Ich denke mal auch wirklich, wie ich es in den anderen Videos schon gesagt habe, in den anderen Aufnahmen, dass das alles irgendwie ja dasselbe ist. Also das macht keinen Sinn jetzt hier, sag ich mal, noch übelst weit zu fahren. Hier haben sie auf jeden Fall richtig viel, das Ding auch noch. Das macht keinen Sinn, sag ich gerade, jetzt hier die ganzen Aldis abzuklappern, weil es wird immer dasselbe sein. Und ich habe die meisten jetzt mir schon geholt, also spare ich mir lieber meine Zeit. Weil man hat ja auch noch was anderes zu tun. Hier mal zweimal dieser Golf-Ding hier. Wird natürlich wahrscheinlich morgen schnell weg sein. Und da ich ja eh in einem anderen Bundesland lebe, wie unser Freund Herr Crockett, aka Miami, muss er bei sich mal gucken. Also guck mit dir, dann kriegst du den auf jeden Fall noch. Also du siehst ja, wie viel sie da haben. Also dieses Angebot ist ab heute, ab dem 12. Schade, dass hier keine bei sind, aber das ist auch, wie gesagt, werden wir jetzt auch nicht. Juti, würde ich mal sagen, hauen wir wieder rein. Ich muss mal überlegen, ob ich noch einen Aldi abklappere, aber ich glaube, das bringt eigentlich nichts. Ja, weil das ist überall dasselbe und wie gesagt, ich habe jetzt die meisten mir auch schon geholt. Ich war ja der, man nennt mich auch den Abgreifer. So, aber auf jeden Fall ein kleines Getränk nehme ich noch mit. Ich sage erstmal tschüss mit Öl, viel Spaß, Rinja hauen, bye bye. Freunde des Sammelns, ich doch nochmal ganz kurz mit einem schönen Panoramabild ohne Wolken. Die Hitze ballert auch richtig rein und du merkst an einigen Stellen, so wie dort, also wenn du in eine Stadt fährst, dass es übelst aufgeheizt ist und wenn du dann so ein bisschen in die, ja, wie sagt man es, Hinterhöfe, ja, Hinterhof ist es ja nicht, man, ihr wisst, was ich meine. Dann ist das kühl, richtig schön. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe sie jetzt gerade gefragt, nochmal die Kollegin da, ob es immer jetzt dasselbe ist von diesen Matchbox-Packs. Sie wussten es jetzt nicht genau, aber hat gemeint, das meiste wird dasselbe sein und jeder kriegt dasselbe auch. Also da ist jetzt nicht irgendein altes Pack noch bei oder ganz neue vielleicht. Weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt noch weiterfahre, werdet ihr ja dann sehen. Ich sage aber erstmal tschüss mit Öl, viel Spaß bei dem Video. Rinja hauen. Peace.